Hallo ihr Lieben da draußen, heute gibt es ein Video von mir, ein Tag-Video mit 30 Fragen übers Mama-Sein. Und damit das Video nicht so lang wird, fangen wir am besten direkt mal an. Frage Nummer 1. Hast du Haustiere? Ich hatte 2 Katzen, habe jetzt aber keine mehr, weil ich einfach zusammen mit Frieda in der Kombination nicht mehr so viel Zeit für meine Katzen hatte. Und dann hat sich ein befreundetes Pärchen von uns angeboten, die beiden Katzen zu nehmen. Die haben es da super gut, die haben einen Freilauf, die haben eine große Wohnung und die haben es da echt richtig gut. Von daher war es die beste Lösung, die wir haben konnten. Frage Nummer 2. Nenne 3 Lieblingsgegenstände in deinem Leben. Gegenstände. Mein Handy. Meine Kaffeemaschine. Ich weiß es nicht. Und mein Babyphone vielleicht gerade aktuell. Weil ohne mein Babyphone konnte ich abends, glaube ich, nicht in Ruhe im Wohnzimmer chillen. Frage 3. In welchem Film warst du das letzte Mal im Kino? Das ist noch gar nicht so lange her. Wir hatten jetzt neulich Babyfrei und wir haben einen Film, ich glaube, mit Cameron Diaz geguckt. Und zwar heißt der Sextape. wir mussten teilweise sehr, sehr doll lachen. Also ich fand ihn sehr witzig, sehr amüsant und ist jetzt nicht der super Film gewesen, wonach man sich irgendwie 3 Tage lang unterhält. Aber er war amüsant, lustig und ja, war schön. Was steht in deinem WhatsApp-Status? Ich glaube, aktuell steht da Fräulein und dann mein Nachname. Frage 5. Dein Spitzname ist Melli. Also ich heiße ja Melanie und eigentlich nennen mich alle Melli. Frage 6. Dein Kleidungsstil. Ich glaube, ich bin lässig, leger, aber trotzdem manchmal schick und praktisch. Wie das heißt, könnt ihr euch aussuchen. Frage Nummer 7. Deine Lieblingsmusikrichtung. Also wenn man nach Lieblings geht, wonach man am besten feiern kann und mittanzen kann und mitsingen kann und. Würde ich, glaube ich, behaupten, dass ich ein Popmensch bin. Ich brauche auf jeden Fall Lieder mit Stimme. Ich brauche Lieder, wo ich mitsingen kann und Lieder, die einen Rhythmus haben. Und das ist, glaube ich, am meisten Pop. Frage Nummer 8. Deine Lieblingsmenschen? Meine Lieblingsmenschen? Was ist das für eine Frage? Meine Lieblingsmenschen sind auf jeden Fall mein Freund Markus und meine Tochter Frieda. Natürlich meine Eltern, meine Familie und ihr und meine Freunde und alle. Frage Nummer 9. Meine Hobbys. Ich habe ehrlich gesagt, seitdem Frieda auf der Welt ist, nicht wirklich mehr Hobbys. Ich nähe sehr gerne, wenn ich die Zeit dazu habe. Ich bastle sehr gerne, wenn ich die Zeit dazu habe. Ich drehe unheimlich gerne YouTube-Videos, wenn ich Zeit habe und wenn ich vor allem Lust drauf habe. Und ich glaube, das kann man dann schon als Hobby bezeichnen. Frage Nummer 10. Deine Lieblingsfilme. Also auf jeden Fall Dirty Dancing, kommt keine Frau drumrum. Oh, hier, wie heißt der denn? Den habe ich mit meiner Mutter ungefähr an die 2 Millionen Mal gesehen. Sister Act, ein ganz, ganz toller Film mit Whoopi Goldberg, oder heißt die? Ich bin mir nicht sicher. Da kann ich fast schon mitsprechen. Also ich glaube, da gibt es 3 Teile von. Und ja, die waren alle toll. Frage Nummer 11. Was gibst du den YouTube-Neuling mit auf den Weg? Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass du selber bleibst, dass du ehrlich bist und dich nicht verstellst. Also das ist meine Erfahrung. Und dass du das machst, worauf du Lust hast und nicht das, was die Zuschauer sehen wollen. Frage Nummer 12. Trägst du Kontaktlinsen? Nein. Frage Nummer 13. Was arbeitest du? Ich war jetzt in Elternzeit und bin aber gelernte Friseurin und arbeite jetzt 3 Tage die Woche wieder als Friseurin. Frage Nummer 14. Bist du vergeben? Ja. Und ich warte noch hier auf meinen Antrag. Frage 15. Hast du Kinder? Ja, ich habe eine Frieda. Also ein Mädchen, die ist 13,5 Monate. Frage Nummer 16. Dein absoluter Lieblingslippenstift? Habe ich nicht. Frage Nummer 17. Dein Gefühl bei der Nachricht schwanger? Gänsehaut? Ist Gänsehaut ein Gefühl? Nein, ne? Glücklich? Emotional? Zufrieden? Happy? Vollkommen? Aufgeregt, spannend. Frage 18. Wie ist dein Alltags-Make-up? Also ich schminke auf jeden Fall immer meine Augen. Also ich habe immer Wimperntusche und Eyeliner und Kajalstift drauf. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, mache ich noch Concealer, Make-up, Rouge und Puder und so weiter drauf. Aber das ist dann eigentlich auch schon, wenn ich weggehe. Also da kommt dann vielleicht, wenn ich weggehe, noch mal ein bisschen Lidschatten drauf, aber ansonsten auch nicht mehr. Frage Nummer 19. Woher kommst du? Ich bin ein Berliner. Frage Nummer 20. Wer sind deine Lieblings-YouTuber?
Ich bin ehrlich, ich gucke gar nicht so viel YouTube und wenn, sind das irgendwie Musiker ist auch falsch, ne? Sind das so Musikchannels, die irgendwie Akustikmusik machen oder sowas? Das gucke ich mir sehr gerne an. Aber ansonsten in dem Bereich Vlog, also sowas, was ich mache, sowas in der Art, finde ich die Beauty Peachy, also die hat es jetzt irgendwie umgenannt, die heißt Maren M, glaube ich, heißt jetzt ihr Kanal. Das ist, glaube ich, noch eine mit der, die ich am authentischsten finde. Die so auch von ganz früher sich hochgearbeitet hat, sage ich jetzt mal. Nicht nur durch irgendwelche bekannte Gesichter ihre Abonnenten bekommen hat. Also die ist mir halt sehr sympathisch noch. Also ich weiß auch nicht, wie sie wirklich ist, aber 21, deine Lieblings-Instagram-User. Puh, ich blende euch die mal ein hier ein und ein hier. Frage Nummer 22. Möchtest du noch weitere Kinder haben? Also geplant sind keine. 23. Wie kamt ihr auf den Namen von eurem Kind? Als es hieß, es wird ein Mädchen, waren wir eigentlich sofort uns sehr einig, dass es eine Frieda wird. Wie wir auf diesen Namen gekommen sind, ich glaube, Markus hatte mal eine Kumpelin, die hieß Frieda. Ich bin mir aber absolut nicht sicher. Was sind deine Lieblingsdrogerie- bzw. High-End-Produktfirmen? Also ich habe keine High-End-Produktfirmen, weil ich einfach sowas nicht habe. Meine Lieblingsdrogerie-Produkt-Dingsbums, also ich mag die Firma Balea sehr gerne. Soll man jetzt eigentlich Produkte richtig sagen? Keine Ahnung. Also ich mag die Produkte von Balea. Die kosten nicht viel und sind trotzdem schön. 25. Schläft dein Kind durch, beziehungsweise wie lang? Also, wenn mein Kind nicht gerade in einer Phase ist oder einen Zahn bekommt oder krank ist oder einfach nur schlecht drauf ist, schläft sie durch. Das ist ungefähr im Jahr so dreimal. Nein, übertrieben, also sie schläft nicht durch, weil irgendwie, keine Ahnung. Es gibt immer mal wieder Tage, wo sie mal so 2, 3 Nächte durchschläft. Dann gibt es wieder Tage, wo sie 6, 7 Mal wach ist. Also, nein, sie schläft nicht durch. Frage 26. Was denkst du, ist eine gute und eine schlechte Eigenschaft von dir? Eine schlechte Eigenschaft von mir ist, dass ich oft und schnell Sachen sage, die bei dem Gegenüber vielleicht falsch ankommen, beziehungsweise negativ ankommen oder arrogant oder sowas. Oder egoistisch, so, dass es so rüberkommt, obwohl ich es aber vielleicht gar nicht so gemeint habe und mir das im Nachhinein sehr leid tut. Und ich kann schlecht Entschuldigungen sagen für Sachen, die ich als nicht empfinde, dass man sich dafür entschuldigen müsste. Kann man das so sagen? Und eine gute Eigenschaft von mir, ich glaube, es ist eine gute Eigenschaft, dass ich nicht nachtragend bin. Frage 27. Wie hast du das mit der Elternzeit gemacht? Wie? Wie habe ich das gemacht? Ich bin zum Amt gegangen und habe das beantragt. Keine Ahnung, wie die Frage gemeint ist. Frage 28. Wo kaufst du für dein Kind ein? Ich kaufe ganz unterschiedlich ein. Ich kaufe bei Name It, bei Zara, bei H&M, bei Primark. Also ich kaufe da ein, wo es mir gefällt. Ich habe jetzt keine Warte mal. Ich habe keine Favoriten. So. Nenne deinen Lieblingsurlaubsort. Kann ich ganz leicht beantworten, ist Barcelona. Und Frage Nummer 30 und somit auch die letzte Frage. Dann sind wir bei 12 Minuten ungefähr. Was gibst du frisch gebackenen Muttis mit auf den Weg? Also ich habe gelernt, auf mein Gefühl zu hören als Mama. Das Mama-Gefühl ist eigentlich immer richtig, ob dein Kind krank ist, ob dein Kind Hunger hat oder ob es deinem Kind einfach nicht gut geht. Sagt dir dein Mama-Gefühl eigentlich immer richtig. Also ich habe gemerkt, dass viele Leute dir viele Tipps geben und es ja auch nur gut meinen. Aber wenn dein Mama-Gefühl was anderes sagt, hör lieber auf dein Mama-Gefühl. Also das ist auf jeden Fall immer richtig. Das war meine Metapher zum Schluss. Ich blende euch hier nochmal meine letzten beiden Videos ein. Und ihr wisst ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm einen Daumen nach oben. Dann weiß ich sofort Bescheid, ob es euch gefällt. Und wenn ihr Ideen habt, was für Tags ich noch machen könnte, weil ich finde das immer ganz lustig, dann schreibt mir die Tags doch ruhig unten in die Kommentare und verlinkt mir auch, wo ich die Fragen dazu finde, weil das ist das Wichtigste. Und ansonsten würde ich mich über ein Abo von euch freuen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.